Hallöchen. Hallo. Okay. Ja. Ich Wollte nur anmerken. wollte gerade eigentlich einen Vlog starten. Mache ich jetzt auch. Unsere Tochter ist schlau, habe ich gehört. Bei uns kann ja auch nur sowas rauskommen, ne? Bei uns Hohlfrüchten. Muss ja schlau werden, das Kind. Ja, ich wollte schon heute nochmal mitnehmen. Es ist Mittwoch. Es ist sehr schön. Oh, die Leute sehen mich jetzt gleich filmen, weil die alle im Pool sind. Das ist mir egal. Ich gebe mir jetzt heute meine tägliche Dosis und zwar fange ich mit den Medikamenten an und mache mir schon meinen Eiweißshake. Ich zeige euch das mal alles. Gehört ja auch dazu. Und zwar gibt es jetzt einmal Vitamin D, Limettenform. Das sind einfach so, wenn ich es da rausbekomme. So kleine Kautabletten, Rhabarberschmalz in den Mund. Kaue ich. Und dann mache ich mir das Eiweiß-Shakey-Pulverzeugs hier. Und zwar brauche ich da 300 Milliliter Milch für. Die kommen in diesen Becher hier. Mein Gott. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das sind 300. Muss ich mal gucken. Ja. Ja, das sind 300 Milliliter. Dann kommt da so ein Löffelchen von dem Eiweißpulver rein. Ich wollte gerade sagen, was habe ich von Hubi gelernt? Das ist ein Scoop. So ein Scoop kommt hier so drauf. Ja, die Hälfte daneben. Dann kommt das Netz noch da drauf und dann muss ich shaken. So, jetzt wird geshaked. Also ist sehr viel daneben gegangen, aber egal. So, den werde ich jetzt aber noch nicht trinken. Den stelle ich mit in den Kühlschrank. Nur ich muss mir den schon mal machen. Ich habe den gestern wieder vergessen. Das ist ganz schlecht. Jetzt werden wahrscheinlich viele fragen, oh, warum dieser teure von ESN? Also ich kann einfach sagen, das ist eigentlich das beste Eiweißpulver. Ich habe so günstiges aus dem DM. Boah, ich bin total überbelichtet. Das sieht total jung und faltenfrei aus, hey. Guck mal. Oh, bist du schön. Oh. Ah! Nur da reingucken. Auf jeden Fall, Arschloch. Auf jeden Fall hab ich von der M-Welt ausprobiert und das war schon so ekelhaft. Dann hat Hubi sich das mal gemacht, dann hat er gesagt, was trinkst du da? Das ist ja total ekelhaft. Da habe ich es gekauft und ist günstig. Und er sagt, ich bestell dir Vernünftiges. Weil ich muss halt darauf achten, dass ich, das muss 80% Eiweiß haben. Das ist sehr wichtig. Und dann über den Tag mal so verteilt. Und deswegen jetzt schon. Ich nehme mir jetzt gleich nämlich einen Kaffee mit. Ich habe nämlich noch keinen Kaffee getrunken. Und dann geht's für uns zum Meer. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ich muss leider wieder so blöd filmen. Ich habe das Kettchen hier um. Laufen gehen. Ach, da kommt uns einer entgegen. Oh, mich kennen keine. Wir laufen jetzt wieder zum Strand und ich hoffe, ich kann viel filmen. Wir sind jetzt fast am Meer. Wir laufen ja so gut 15 Minütchen zu Fuß. Hier sind so Dünen. Ja. Also da vorne gehen Leute, ne? Das ist immer so. Ich zeige euch einfach die Dünen. So, wir sind jetzt am Strand. Ich versuche irgendwie keinen zu filmen hinter mir. Das ist blöd. Wir sind jetzt am Strand. Die kleine Maus buddelt im Sand. Das hat sogar gereimt. Vielleicht gehen wir auch mit den Füßchen was ins Wasser. Also heute ist richtig, richtig schön. Also es war gemeldet, dass es nicht so schön werden soll. Aber wir haben Glück. So cool. Wir haben ein Eis. Meine Tochter hat mir ein Eis gemacht. Das beste Sandeis, was ich jemals gegessen habe, Leute. Ich sag's euch. Auspredene. Mega. So, wir sind jetzt mal ins Wasser. Boah, also ich bin froh. Ich hoffe, ihr hört mich, dass wir hier nicht schwimmen gehen. Es ist nämlich arschkalt, das Wasser. Ich werde Hose hochziehen. Ja, das ist echt. Oh ja, ich habe was für den Platz. Ja, das ist. Oh, so, wir sind jetzt wieder am Weg zurück. Ich muss wieder so komisch filmen wegen dem. Ich habe das Handtuch in der Hand, das Handy wieder hier so drum hängen. Wir sind jetzt am Weg zurück. Wenn wir zu Hause sind, snacken wir ein bisschen und dann geht in den Pool. Wir sind jetzt wieder zu Hause und wir snacken jetzt ein bisschen, damit wir in den Pool gehen können. Ey, für mich gibt es Butterbrot mit Marmelade. Aber heute Morgen habe ich die Salami nicht so gut vertragen, irgendwie so gar nichts und habe jetzt Hunger. Hubi hat jetzt ein paar Chips genommen. Was hast du dir genommen? Kleine Seepferdchen, Bio-Seepferdchen. Jetzt snack mal ein bisschen und dann muss ich mich komplett abschminken, dann geht's ins Wasser. Warum habe ich mich heute Morgen eigentlich geschminkt? Naja, egal. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe meine Trim-Sachen hier schon an und gehen jetzt in den Pool. Also, wir wären jetzt schon im Pool, aber der Eiswagen kam hier vorbei.
Und meine zwei Süßen wollten Eis haben. Ja. Habe ich natürlich rausgeschickt. Ne? Ich habe gesagt, komm, geht euch Eis holen, gut ist. Das Struggle war wie. Dann warten wir jetzt noch ein paar Minütchen und dann gehen wir planschen. Wir sind jetzt wieder aus dem Pool raus. Bei uns gibt es jetzt Essen. Für mich gibt es so ein Naturputenschnitzelchen mit so einer Gemüsepfanne. Schön low carb. Das hat der Hubi gerade gekocht, während die kleine Maus und ich uns abgeduscht haben. Und bei den beiden gibt es, das sieht man nicht, Schatz, Kartoffelchen. Darf ich Daumen machen? Ja, natürlich darfst du Daumen machen. Kartoffelchen und auch dieses Naturschnitzelchen. Ja, wir lassen es jetzt schmecken und nachher gehen wir dann noch was noch reden, weil Hubi unbedingt Wasser braucht, sonst verdurstet er uns hier. Ich bin jetzt parat gemacht. Ich habe zum Glück gefunden, dass ich die Plattensalbe dabei habe. Ah, ich bin da so froh drüber. Kleine Maus putzt jetzt noch die Zähne und dann gehen wir ab nach Bredene. Bisschen was einkaufen. Ja, das ist Hubis Cola-Vorrat, aber man muss auch Wasser trinken, ne? Ne, wir gehen jetzt nach Bredene und gehen Wasser kaufen. Ja. Ich versuche nochmal so ein bisschen zu filmen und so ein bisschen zu tun zu machen und hoffe, das klappt wieder. Ich hoffe, man kann jetzt so filmen. Ach, diese Kette zum Filmen, kacke. Also, wir sind jetzt gerade hier noch auf dem Dings. Hier sieht man diese Häuser hinter uns und ja. Wir wandern. Es ist gerade so ein bisschen windig geworden, aber dann dort schon Hubi anhört. Ich wollte einfach zu lange gebraucht. Ist nicht mehr zu mir. So, wir sind jetzt gerade so unterwegs. Also, wir haben mal so nachgeguckt, das sind bis Bredene so gut 7.500 Schritte, ne? Ja. Ja, das ist, weil das ist ein bisschen abseits, aber es ist schön hier, ne? Ihr seht, das ist ruhig, es ist mega schön. Pool, 10 Minuten bis zum Meer. Ja, ich glaube 15 Minuten sogar bis zum Meer, aber dafür ist es schön. So, ich habe jetzt die Kette abgemacht und es funktioniert so ein bisschen besser mit Film. Wir haben festgestellt, Hubi hat sich im Pool mega verbrannt. Echt geil. Und wir wandern immer noch. Wir wandern noch. Also es dauert bestimmt noch mal 20 Minütchen. Aber kriege ich wenigstens meine Schritte voll. Und oh, da sieht man gleich meine kleine Maus. Ich lasse sie mal vorgehen. Ja. Also es ist richtig schön hier. Aber es ist jetzt nur echt windig geworden. Das ist nicht so schön. Aber wenn der Wind dann wieder weg ist, ist es echt schön. Wir sind jetzt mittlerweile hier am Weg zurück. Es ist ja, es ist sehr voll in Bredene, deswegen habe ich da nicht gefilmt und da kommen auch Autos, nachher denken die, ich filme die oder so, deswegen filme ich jetzt so ein bisschen. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause und haben, boah, ich habe die Tasche hier voll abgemalt, wir haben mittlerweile festgestellt, dass Hubi sich enorm verbrannt hat. Ich bin froh, ich habe Aftersun eingepackt und er hat gerade eingerieben, also echt heftig. Ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit, ich zeige euch das. Ich habe mir das aus dem Lidl mitgebracht und wir haben eben festgestellt, wir gehen eigentlich nur zum Einkaufen, kommen wieder zurück, fressen und gehen einkaufen. Okay, man darf es ja nicht sagen, wir waren heute am Strand, wir waren wieder im Pool und ja, ich zeige euch jetzt, was ich noch zum Essen habe, danach verabschiede ich mich, weil dann war es das für heute. Und zwar habe ich mir so eine Foodie Chicken Bowl mitgebracht, da ist Ei drin. Da ist hier sowas drin und es war reduziert, Leute, es war reduziert. Also der Preis, der war echt gut. Der Typ hier, da war gerade am Reduzieren. Deswegen esse ich das jetzt, weil ich so einen Hunger habe. Ich kann euch den Pool gerade mal zeigen. Guck mal, ich sitze jetzt gerade am Wohnzimmertisch und da hinten ist der Pool. Ist das nicht mega geil? Der ist doppelt so lang, oh, da kommen Kinder, wie unsere Wohnung. Das hatte ich ganz vergessen. Ich wollte euch ja zeigen, wie viele Schritte wir heute gemacht haben. Also ich bin hier gerade schon am Essen. Hubi isst ein lecker Brötchen mit Lachs. Er liebt es einfach. Und zwar, wir waren heute am Strand, wir waren schwimmen und gerade noch nach Bredene und zurück. Und wir haben 16.701 Schritt. Alter, Leute. Schritte. Nicht Schritt, sondern Schritte. Das ist... Das glaube ich, ja, lach mich nur aus. Mein Deutsch lässt im Urlaub zu wünschen übrig. Wie passt sich der Umgebung an? Ja, Leute, das ist, ja, läuft.
So, ich verabschiede mich dann jetzt also. Und ja, das war unser dritter Urlaubstag. Heute ist Mittwoch, ne? Ja, zum Heute Glück. ist Mittwoch. Morgen, je nachdem, wie es in Hubi geht, wollen wir dann nach Dehan. Wenn er so verbrannt ist, der Zustand so bleibt und er so viel Aua hat, schieben wir das vielleicht auf Samstag. Oder vielleicht gar nicht. Ich bin dann wieder schuld. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde den Vlog jetzt bearbeiten, während ich diese leckere Bowl esse und noch hochladen. Und würde dann sagen, bis die Tage. Tschüss.